des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch ab. Und mit deinem Geist. Wenn das Wetter ein Gutes hatte, dann, dass die Entscheidung heute Morgen leicht gefallen ist, sich dafür zu entscheiden, wir gehen in die Kirche und sind hier wunderbar beschützt in der St. Arnold-Janssen-Kirche. Und es ist ja auch schön, dass wir mal im Rahmen der Reisemobilwallfahrt auch diese Kirche jetzt mal von innen erleben dürfen. Und ich denke mal, sie, wie man so schön sagt, passt auch irgendwie dazu. Der Architekt hat diese Kirche mit ihrem Dach so wie ein Zelt gebaut. Ein Zelt, das hat etwas damit zu tun, unterwegs zu sein, auf dem Weg zu sein. Es erinnert an den Zug des Volkes Israel, es erinnert an das Unterwegssein Jesu und es erinnert, dass wir unterwegs sind auf unserem Lebensweg. Und ich darf jetzt im Namen von Pastor, von der Gemeinde Arnold-Janssen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reisemobilwallfahrt ganz herzlich dann hier in der Arnold-Janssen-Kirche begrüßen, unter dem Zelt. Wir sind unterwegs und wir machen Station und feiern unser Leben und das Leben Gottes wie ein Fest. Und dieses Fest ist unabhängig. Das wird gefeiert per Regen und per Sonnenschein. So lasst uns feiern den Herrn in unserer Mitte und ihn im Kyrie begrüßen. Please.
Gott, durch dein Fleisch gewordenes Wort schenkst du den Menschen die Versöhnung. Gib auf die Fürsprache des heiligen Arnold Janssen, dass alle Völker durch das Licht des Wortes und den Geist der Gnade befreit werden von der Finsternis der Sünde und so den Weg zum Heil finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott und Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die er gewähren soll. Salomo sprach, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und ich weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott, weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Wort des lebendigen Gottes.